Wir fallen ja alle in a way aus dem Rahmen. Also keiner passt ja wirklich in diesen vorgefertigten Rahmen dieses gesellschaftlichen Ideals. Das ist ja eigentlich der Witz daran und trotzdem setzt es uns alle so extrem unter Druck. Wenn man sich die Häufigkeit von Essstörungen anguckt, stellt man eigentlich fest, dass Binge-Eating eigentlich die häufigste Essstörung ist. Wenn man jetzt aber die Popularität oder den Bekanntheitsgrad sich anschaut, ist es genau andersrum. Das Schöne ist wirklich, ja, sich den eigenen Rahmen zu bauen, wirklich mal zu überlegen, was macht mich denn eigentlich aus als Mensch? Wir bauen drei Rahmen, es gibt keine Objekte, die Rahmen sollen aber die Personen treffen. Spannende Aufgabe, habe ich noch nie gehabt. Ich habe gleich irgendwie gedacht, ja, das ist schön, weil dann kann man währenddessen was tun und es geht nicht nur ums Erzählen. Auch wenn ich mit Leuten Kontakt habe, ich habe noch nie intensiv mit Leuten über diese Essstörung gesprochen. Und das macht irgendwie so einsam, weil einfach so ein massiver Teil von mir selbst, ob ich das will oder nicht, aber es ist ein massiver Teil von mir selbst. Es nimmt so einen riesengroßen Raum ein in meinem Leben. Es ist einfach immer da. Ich, keine Ahnung, ich denke halt in Essen. Was man alles nicht tut, weil man denkt, man darf das nicht oder man kann das nicht. Oder dann sieht man ja meinen Körper. All solche Dinge, die man nicht tut, das nimmt einem Lebensqualität. Der Weg aus so einer Essstörung heraus ist kein Spaziergang um die Alster. Das ist ein langer Weg, das ist eine Bergwanderung. Das geht so in Wellen. Es ist so ein Auf und Ab und es gibt immer wieder Momente, die einen vielleicht auch kurz mal zurückwerfen. Es gibt eine Lösung, es gibt eine Option und sie ist da draußen.